Ach so, doch. So. Also, ich habe die Vorträge Weißenburg geguckt. Du musst das Mikro näher hinhalten, weil dein Mikro sehr leise ist. Wenn du es ganz nah hinhältst, ist gut. So? Ja, ist so, ist gut. Okay. Also, ich habe die Weißenburg-Vorträge geguckt, die du reingestellt hattest am 1. April. Und erst den 8., dann den 5., dann den 3., glaube ich, war das. Und da ging es halt um die eigenen Gedanken und dass man sich quasi alles aus seinem eigenen Mittelpunkt, also so hast du das zumindest erklärt, ja, ist immer blöd, wenn man sich da hinstellt, in die Mitte. ja, und dass man dann quasi sich die Dinge selber in Raum und Zeit versprüht. Also ich denke, draußen ist die Sonne, draußen ist das Meer, draußen ist meine Familie. Das sind Gedanken, genau. Es ist wirklich so extrem einfach. Es ist genau. Die Befreiung des eigenen Geistes. Ich muss erst mal wissen, was Geist ist. Genau. Und es ist eine erschreckende Erfahrung, wenn man jetzt ein gewisses Alter hat, je nachdem, wann das passiert, wie man sich selber durch anerzogenes Wissen blind und dumm und taub macht. Und es gibt nichts zu diskutieren, sobald jemand über diese elementaren Aussagen von Holofeeling, sage ich jetzt einmal, diskutieren will, hat er nicht richtig zugehört. Ja. Es ist wirklich eine Kommunikation mit normalen Menschen, mit einseitig denkenden Menschen, mit Rechthabern, ist nicht möglich. Ich kann immer nur betonen, dir wird die vollkommene Geistlosigkeit dieser Figuren, die du jetzt als Information vorliegen hast, die Menschheit, das Blaue, die Medim, ich betone ganz einfach, Medim, das hebräische Wort für die Menschen, die Leute, in einer Allgemeinsprache, beginnt mit MD, das sind gestaltgewordene Erscheinungen und das ist das hebräische Wort für Tod. Darum sage ich ganz klipp und klar, lass die Toten ihre Toten begraben. Ja. Versteh Asche zu Asche, Staub zu Staub, da ist das Wort Taub schon mit drin. Ja. Und in dem Wort Taub haben wir unser AUB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Es sind Gedankenwellen. Es wird immer klarer. Und es ist halt schlichtweg ich Geist, wenn ich Geist bin und du bist Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Es ist hundertprozentig sicher, ist jetzt in diesem Moment der Moritz, den du dir ausdenkst, ein Gedanke von dir. Oder sinnlich wahrgenommene Information, ein bisschen Männchen auf einem Monitor, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint. Ja. Und jetzt kann ich immer nur darauf hinweisen, dass du prinzipiell, ich gehe mal jetzt davon aus, ich denke mir jetzt einmal einen Moritz aus, der hat Abitur und der studiert jetzt Zahnarzt. Ja. Dass jetzt deine ganzen Professoren, die du dir jetzt ausdenkst, egal mit welchem Programm, ich sage mit welchem Intellekt, wer du jetzt zu sein glaubst, bring mir in deiner Traumwelt, die musst du natürlich dir zuerst ausdenken, bring mir einen einzigen, der weiß, was die Vorsilbe End bedeutet. Wenn ich mir jetzt Videos anschaue, ich greife wieder auf die vorhergehenden Videos an und es ist, wie gesagt, niemals ein Vorwurf, wenn ich jetzt was denke, werfe ich, wenn ich an Menschen denke, diesen Menschen, diesen Gedanken, sie sind ja jetzt nur Gedanken, das ist hundertprozentig sicher, ja, werfe ich doch nicht vor, dass sie so sind, wie ich sie denke. Das ist natürlich mit reiner materialistisch-logischer Erziehung, kann man das nicht verstehen. Du wirst merken, wenn du das versuchst, Menschen zu erklären in deinem Traum. Aber Menschen, die du jetzt erst einmal denkst, sind nur Gedanken. Ich kann das immer nur wiederholen. Es ist eine erschreckende Erkenntnis und alles, was du Geist wahrnimmst, ist deine Information. Und ich weise immer auf diese zwei Hälften hin. Einmal, dass ich mir bewusst machen kann, denke ich jetzt das bloß? Ich mache mal was Zeitaktuelles. Ich sage jetzt einfach ein Wort. Ich sage Osterhase und ich sage jetzt, denk an einen Osterhasen. Wo war der die ganze Zeit? Das kannst du vor... Jetzt gedacht natürlich, jetzt sage ich schon, das Faktum besteht darin, ein Faktum ist eine Tatsache, wortwörtlich übersetzt, übertragen, ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis, das sind Fakten. Ja. So, und jetzt schau, was die Menschen in deinem Traum, du sollst ja nur beobachten, Tierchen gucken, ich bin ein Voyeur. Ja. Und ich schaue, wie die auf einem Fuß auf dem anderen hin und her springen, ständig Sachen haben wollen, die sie eigentlich letztendlich schon besitzen, in dem Moment, wo sie sich denken. Sachen, die gedacht werden, werfen dir eine Gedankenwelle auf und du sitzt eigentlich genau genommen im Zentrum zwischen diesen zwei Polen. Ja.
Und jetzt ist natürlich, dass man hier von einem Zufall redet. Das ist ja der ganze naturwissenschaftliche, geistlos nachgeäffte Schinn-Wach-Sinn. Ja. Eine Logik macht dich wach. Es ist aber nur eine bestimmte Logik. Es ist wie wenn du im Kino sitzt und ich sage, in dem Moment, wo der Film angeht, wirst du wach. Und die Logik, die das jetzt macht, die dich wach macht, das ist das Programm, das ist der Film, das ist die Datei, die abgespielt wird. Und dieser Shin-Wach-Sinus, das sind jetzt die Gedanken, von denen ich rede. Die Worte werden wirklich selbsterklärend. Ja. Das ist göttlich. Zu glauben, dass rein zufällig irgendetwas entstanden ist. Es ist in jeder Kleinigkeit. Pass auf, ich zeige dir mal etwas. Ich übertrage mal das Bild. Na, ich schalte es nochmal mit ein. Ton brauchen wir wahrscheinlich nicht. Und dann lassen wir jetzt hier so eine Kleinigkeit. Wir machen hier mal was muss ich stellen dann rein? Habe ich das da irgendwo? Da gibt es jetzt sehr viele. Das ist jetzt so ein kleines arithmetische Sache über den goldenen Schnitt. Das ist übrigens jetzt nicht, bei mir gibt es ja keine Zufälle, wenn du jetzt nur immer, ich sage die vorhergehen, wenn du dich nach unten arbeitest, ist immer die Frage, arbeitest du von oben nach unten oder von unten nach oben? Wenn du dir die vorhergehenden Videos anschaust, habe ich ja darauf hingewiesen, wenn wir hier reinspringen ins Griechische, diese schöne Spiegelung. Hier haben wir, wenn wir jetzt einen großen Kreis drehen, haben wir einen Wasserspiegel mit einer Welle oberhalb und mit einer Welle unterhalb. Das sind ja zwei Pi. Du hast das Bild, ne? Ja, habe ich. Und dann können wir ja den Großbuchstaben, wenn wir jetzt das Phi machen. Das ist jetzt genau gespiegelt. Hier bei dem Tet haben wir praktisch einen Querstrich in der waagerechten. Und hier bei dem Phi als Großbuchstabe kriegen wir unseren transversalen, unseren vertikalen Strich. Da könnte ich jetzt sagen, mit einer Vergangenheit und mit einer Zukunft. Ja. Und wenn wir uns jetzt das Phi anschauen, da haben wir wieder diese Aussprache Phi. Phi ist eigentlich auch Pi. Ja. Das ist eine Aussprachesache. Prinzipiell wird es fokalisiert mit einem F. Das I ist so Nachlaut. Und PH ist ja F. Ja. Und dasselbe haben wir jetzt beim T. Dass dieses T, wenn wir das jetzt uns anschauen. Ach, da kann ich nicht reinspringen. Das muss ich jetzt anders machen. Den machen wir weg. Wenn wir uns das Tet anschauen, da kriegst du dann das TH. Das habe ich darauf hingewiesen. Das ist auch das Bild, dass das normalerweise hier das DH ist im Vergleich zu dem normalen T, das Theta. Ja. Und da diese beiden Spiegelungen, wenn das in der Physik, das ist natürlich ein physikalisches Zeichen, ist das dann mal der 21. Buchstabe. Und der 21. Buchstabe in unserem hebräischen Alphabet ist das Shin. Das hat jetzt natürlich alles, auch diese Verschiebung wäre ein Thema für sich selber, dass man darauf eingeht, aber in der Mathematik bezeichnet man zuerst einmal hier die Polkoordinaten. Und du siehst jetzt diese 360 Grad, wenn ja eingeteilt in 2 mal Pi. Das heißt, da ist oben ein Pi bis 180 Grad, das baut sich auf dem Radius auf, beim Einheitskreis mit einem Radius 1 und die unteren die 180 Grad. Das musst du jetzt eigentlich nicht wissen. Was wichtig ist, dass das zuerst einmal eine irrationale Zahl ist, und zwar der goldene Schnitt. Das wird jetzt hier dargestellt. Dieses Verhältnis. Dann ist es die Wahrscheinlichkeitsfunktion. Und wenn wir jetzt da durchgehen, jede dieser Kleinigkeiten, werde ich dir beweisen, dass es da überhaupt keine Zufälle geben kann. Du lebst in der Naturwissenschaft, die alles mit der großen Zahl und mit dem Zufall erklärt. Ja. Und wir schauen jetzt da ganz kurz einmal rein, da brauchen wir auch keinen Ton, da ist eh bloß Musik im Hintergrund. Schau dir das einmal an, auf diesen Vieh baut alles auf und das Vieh wiederum hat mit dem Pi zu tun. Nimm jetzt erst einmal den Kreis.
Du denkst jetzt, es wäre der Einheitskreis und in den Kreis machen wir Kreuz rein. Okay? Gib mal immer wieder einen leichten Laut. Das heißt, wenn wir hier jetzt einen Einheitskreis ein Kreuz reinsetzen, das ist dann ganz wichtig, wir kommen dann gleich dazu, haben wir hier oben Pi in Bezug auf den Radius. Um das einmal klar zu machen, wieso das 2Pi ist, wenn wir hier einen Radius reinziehen und diese Radiusstrecke legen wir hier an, wirst du feststellen, dass von 3 Uhr, sage ich jetzt, bis 9 Uhr sind genau 3,14 bla 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 Radius bringst du rein. Darum ist es oben 3,14 und 3,14. Drum, wenn man das dann aufträgt. So, und jetzt haben wir dir mal, wir teilen das. So, das ist das Verhältnis, da kommt jetzt hier dieses 1,618. Wenn man das in den Kreis, siehst du jetzt, hier machen wir keine, normalerweise wird das ja gesechselt, sondern 1:1,618. 1 ist immer vor mir, den Komma ist der eine, das Uni, und dann taucht hier die 6,1,8 auf. Ich kann jetzt das einzeln lesen, die 18 ist ja ich und die 6 hast aufgespannt, ein aufgespanntes Ich. Du kannst natürlich das von hinten lesen, dann kriegst du Chi, das Leben, und 600, lassen wir das einmal 600 stehen, 600 ist das Endmem. Wenn ich jetzt hier das Chi mache, Chi ist das Leben, und das Endmem, wenn ich ein Endmem dran setze, als Suffix gelesen, heißt es I in Bezug auf die Männer, dann heißt es ihr Leben, das Leben der Männer. Schau mal hierher. Und jetzt machen wir gleich, wenn wir dabei sind, machen wir jetzt da einen Sprung. Und zwar springe ich jetzt hier mal rein, dass wir diese 6,18, dass wir die mal als Totalwert suchen. Okay? Ja. Und jetzt pass auf, du wirst jetzt merken, das ist auch, 18 ist ja auch ich, wenn wir das austauschen. Mhm. Ich und das Endmem, das Immerseiende. Da hast du zuerst einmal Abi Hayom. Die Quintessenz ist das Meer, mein Vater, ihr Vater. Das Endmem heißt ihr. Das heißt, ihr Vater, ihr Stammvater, ihr Lehrer und ihr Berater. Kennst du den? Ja. Da ist ein gewisses Liebesverhältnis. Ahab, Yom, das Liebesverhältnis des Meeres. Eine Liebe zwischen JCH und ICH. Das ist die große Lehre der Dora. Der erklärte die Lehre der Dora. Das beginnt übrigens hier. Diese Kurzform, das beginnt mit Ort, das heißt Licht. Will da nicht genau darauf eingehen. Effektive Wirksamkeit. Jetzt kommen die Löwen, die Aris, die Arier, die Arithmetik. Das ist alles 6,18. Ja. Das Leben meiner Geistesfunken. Jetzt kann ich dich fragen, wer inszeniert, wer dirigiert, wer kontrolliert und veranstaltet das Ganze. Diese Inszenierung, das hebräische Wort für Inszenierung, schau her, heißt eigentlich B-Yom, heißt im Tag. Das Yom, hier dieses J-Waf-Mem, heißt der Tag, B als Vorsilbe heißt Mem. Im Tag, in diesem einen Tag wird etwas inszeniert. Es ist immer heute. Ich kann auch lesen, in mir, B ist ein verbundenes Meer. Das ist der, der immer ist, erlebt das, was er in sich selber zur Anschauung bringt. Im ewigen Vatertag, im ewigen Heute bekommst du im Meer von Moment zu Moment ein neues Wellenspiel, ein neues Gedankenwellenspiel in dir. Es kommt aus dir. Ja. Ja. Zu Gesicht. Ja. Sobald du anfängst, dich zu zergliedern, zu zerstückeln, das ist natürlich auch in der Hand, in meinen Knochen, Beinen, das macht im ersten Moment keinen Sinn, da müsstest du wissen, das hast du jetzt hier im Ätzem. Siehst du das? Ja. Wie Ätzem. Ja. Dieses Ätz beginnt, sagst du mal, mit einer augenblicklichen Geburt. Eine augenblickliche Geburt. Ätz, das ist das hebräische Wort für Holz. Holz ist natürlich klar, wenn wir das mit 70 schreiben, heißt ja etwas hochheben und dann kriegst du ein Joch, das wird in dir geboren.
Und hast auch natürlich übertragenerweise, wird es manchmal noch als Wald übersetzt, das ist aber was anderes. Das ist der Baum. Das ist genau die Radix, die drinsteht. Im Paradies stehen zwei Bäume. Ein Baum von Gut und Böse, das ist Etz. Das ist eine augenblickliche Geburt. Und die besteht aus einem Gedanken, aus einem Wellenberg und einem Wellental. Okay? Ja, da sieht Und man jetzt auch. ist es interessant. Kleinen Moment, und jetzt hängt hier ein M hinten dran, das Etzem. Ja. Und dieses Etzem, M am Ende als Suffix gelesen, heißt immer I in Bezug auf Männer. Dann kann ich sagen, ihre augenblicklichen Geburten, baue Gestaltwerdungen auf in dir. Und Etzem ist das hebräische Wort zuerst einmal im Klassischen für Knochen. Aber genau genommen ist es das Gebein und du musst jetzt die Symbolik verstehen, die Knochen, das Skelett nenne ich das einmal. Man sagt, das, was beim Menschen überbleibt, sind die Knochen. Ja, Das Fleisch vergeht. Darum genau. ist dieses Etzem auch das hebräische Wort für das rote Selbst. Das rote Selbst ist ewig. Ja. Kannst du folgen? Ja. Darum ist es das Wesen. Das Wesen Lichte, nenne ich das immer an dir. Ist, dass du ewig bist, der Geist, der mir jetzt zuhört, das eigentliche Wesen in dir, das eigene Licht in dir, das eigentliche Wesen ist, dass du etwas bist, was nicht gedacht werden kann. Das, was du denkst, sind deine Informationen. Aber die unterliegen einem ständigen Wechsel. Was ändert es an dir? Ich sage immer, was ändert das Lesen eines Buches am Leser? Es bleibt immer derselbe Leser, bloß während des Lesens existiert der Leser in der Regel nicht. Das ist eigentlich nur ein Zuschauer, ein Voyeur. Das steckt da alles mit drin. Da können wir jetzt sehr, sehr tief gehen, aber wenn wir das jetzt weiterlaufen lassen, ich will dann nochmal ganz einen ganzen Schritt weiter. Das kannst du dir anschauen, das Video stelle ich mit rein dann auch. Das ist jetzt ein Riesenspiel dieser Zahlen, was ich da aufbaue. Wir machen jetzt hier eins, einmal, nochmal dazu, nochmal dazu, nochmal dazu, nochmal dazu, da bleibt ein Schnitt halt. Und jetzt mischen wir das mal etwas durcheinander. Das ist Geometrie. Das sind Figuren, die in der Natur vorkommen. Ich kann immer nur sagen, es gibt keinen größeren Beweis, selbst wenn du jetzt da nicht annähernd die extreme, absolute Komplexität verstehst, siehst du jetzt an diesen kleinen Beispielen schon, dass die Welt aus einer Matrix, aus einem Zahlensystem heraus generiert wird. Das ist nichts mit einer zufälligen Evolution, weil vor 13 Milliarden Jahren irgendwas, was keiner weiß, was es ist, explodiert ist. Und dann hat sich hier irgendwann einmal hier Pflanzen aus einem Feuer, ein Universum mit feurigen Kugeln, die abgekühlt sind, unsere Erde. Das ist so das Beispiel, wenn du hier, ich erzähle das danach, schauen wir uns das kurz an. Man muss immer dran denken, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir können diesen sogenannten Teufelsstern in der Esoterik mit den fünf Zacken oder den Davidstern mit den sechs Zacken aufbauen. Das Spiel mache ich dir mit dem Davidstern, dann formt sich das bloß ein bisschen anders um. Wir waren übrigens im Auftrag des Teufels. Die
absolute Harmonie. Das kennt übrigens jeder normale Mensch, den ich mir ausdenke, aber die Schwierigkeit ist, wenn du die jetzt beobachtest, wissen die das, was das eigentlich heißt? Wenn ein Geist hinter einer Maske, einer eigenständigen Maske ist, kann es überhaupt sein, dass einer Geometrie und Arithmetik studiert und immer noch glaubt, dass in der Welt irgendein Zufall passieren könnte? So, da wollten wir eigentlich hin. Jetzt pass auf, was jetzt passiert. Das ist genau immer dieses Aneinanderliegen des Goldenen. Da haben wir übrigens den Nabel, den Nebel, erinnert dich, den Nabla-Faktor. Normalerweise stellt man hier dann das Hexagramm rein. Konnte das Leonardo da Vinci eigentlich wissen? Das kann immer nur der wissen, der sich's ausdenkt. Du denkst dir das doch jetzt aus. Weißt du überhaupt, was du denkst? Ich sage, das ist jetzt der kleine Trick mit dem träumenden Geist. Ein ja. träumender Geist kann sich noch nicht raussuchen, was ich ihn träumen lasse. Dazu sage ich dir übrigens, das geht in Holofeeling noch um ganze, ganze Schritte weiter, weil jetzt fange ich an, hier die medizinischen Namen einzusetzen und gehe dann über die Schriftzeichen, kriegst du genau Erklärungen dazu. Ich spreche die Sachen ja nur immer an. So, das Ganze kann man natürlich dann umformen. Das machen wir nicht schnell. Das sind ja alles Vorstellungsmodelle. Wohlgemerkt, diese Helix der DNA hat noch nie irgendein Mensch gesehen. Du lernst und du verwirklichst und dann ist es so, weil du es glaubst. Ich kann immer nur betonen, du musst unterscheiden, ob du das in deinem Mesokosmos sinnlich wahrnehmen kannst oder ob du was konstruierst. Alles, was makrokosmische Vorstellungen oder mikrokosmische Vorstellungen sind, alles, was du jetzt normal, menschlich, mit deiner Logik nicht sinnlich wahrnehmen kannst, was praktisch nicht auf deiner verabredeten Erscheinung treten kann, wieso auch immer. Wassermoleküle zum Beispiel als Ding an sich, Licht ja. als Ding an sich, ja. ist definitiv ein logisches Konstrukt. Ja. So wie der Osterhase, wenn du den jetzt denkst. Und so wie der Osterhase nur existiert, wenn du ihn denkst, weil du so programmiert bist, dass du jetzt aus dem Wort Osterhasen eine ganz klare Vorstellung, die aufpasst, die eigentlich eine unklare Vorstellung ist, weil du würdest jetzt erst einmal an das Tier Hase denken. Hase übrigens, diese Worte, ich sage immer, wenn was gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Man kann das aber sehr unterschiedlich schreiben. Und wenn ich jetzt H, Sein, He, wobei H und He derselbe Buchstabe ist, er wird nur anders ausgesprochen, in der Mitte machen wir ein Sein, dann haben wir Hase. Dieses Hase, H, Sein, He. Dieses Hase ist das hebräische Wort für Fantasieren und Wachräumen. Dasselbe hast du auch ein Tagtraum, ein Wachraum. Und das ist jetzt, da habe ich oft darauf hingewiesen, das kommt 700 und etwas Mal, das ist übrigens 575, 704 Mal, glaube ich, oder 706, 704 Mal in der Tora vor. Wir können das übrigens ganz leicht einmal nachschauen, wenn du das willst. Ja. Schau, wir machen mir. Das ist ja das Wunderprogramm hier, dass wir diesen Schlüsselcode entschlüsseln können. Da geben wir jetzt einfach mal einen Text ein. Und da geben wir jetzt dieses 575 ein. Ach, bin ich denn doof. 575. Da gibt es jetzt noch verschiedene Möglichkeiten, wenn du, ich erkläre das ganz kurz dazwischen drin, wenn wir das jetzt suchen.
diese kleine Sache ist, wenn du zum Beispiel jetzt das Wort Haus eingibst, das wäre ja Bit, dann sucht er alleinstehend in dieser eingeteilten Reihe, sucht er, wenn Haus das Haus Bit, Bet praktisch ausgesprochen, alleine steht, sucht er das her. Jetzt steht aber oft manchmal das Haus, da kommt dann ein He davor oder mein Haus, dann ist ein J oder sein Haus und das sind dann diese, manchmal hängt es ja in Verbindung, weil Präfixe und Suffixe drangehängt waren. Und wenn du das machst, sucht er die Komplettbegriffe. Wir suchen jetzt ganz normal diesen einzelstehenden Begriff und dann wirst du feststellen, 196 Mal gefunden. Jetzt haben wir aber noch die Möglichkeit, wenn wir da hochgehen, dass wir hier bei unserem Haus 575, bei dem Hase, dass wir hier die Waff und die J, also Suffix- und Präfixendungen mit dranhängen. Und wenn wir jetzt suchen, kriegst du 717 Mal. Siehst du, ich bin gar nicht so schlecht gewesen. Da kannst du jetzt die Stellen hersuchen. Und jetzt ist es verrückt, obwohl dieses Hasa Fantasieren, Wachträumen heißt. Wirst du feststellen, das ist die hebräische Übersetzung im klassischen Hebräisch. Das steht in jedem Wörterbuch. Schein, Langenschein, auch überall steht es Fantasieren, das Wachträumen. Ich habe also hier insgesamt, glaube ich, 16 verschiedene Hebräisch, Wörterbücher, Hebräisch, Deutsch da. Und zwar geht es zurück bis ein Faksimile von dem Hebräisch geht dann über Latein, Deutsch, Wörterbuch, das Luther angeblich jetzt ausgedacht benutzt hat, die, wie er die Dora, die den Tanach übersetzt hat. Im klassischen Hebräischen wird praktisch dieses Hasa nie als Fantasieren oder Wachräumen übersetzt. Das heißt, du findest diese Übersetzung, die in allen Wörterbüchern drinsteht, nicht in einem einzigen, wo was anders drinsteht. Findest du hier in der Dora, dass Fantasieren oder Wachträumen benutzt wird für das Wort? Was hier übersetzt wird, das ist jetzt wieder Itzhak-Luder-Akademie, das heißt, dass mal dieser da, dieses. Und es wird auch noch übersetzt mit er spritzte, er sprengte, er spritzte, er sprengte. Was passiert, wenn du zum Träumen anfängst, wenn du immer bist? Das, was ich Gedanken nenne, es spritzt etwas aus dir heraus. Du zerspringst in einem gewissen Maß in unendlich vielen Wellen an deiner Oberfläche. Und darum ist es Fantasieren und Wachträumen. Da haben wir übrigens unser Vieh stehen. Das ist das Vieh. Und jetzt ist natürlich interessant, dass dies. Wenn wir uns das jetzt wieder anschauen, das ist der Tag. Alles passiert heute. Und dies er, der Tag, der erwacht oder erweckt wird, ist dabei. Ja. Jetzt kriegst dies E-Quadrat, wird zu dies Es, das ist unser Bewusstsein, das jetzt praktisch dies etwas. Zeit ist eine doppelt aufgespannte, 70-400, der Augenblick ist eine doppelt aufgespannte Schöpfung und das ist jetzt diese Erfahrung, die du machst, die aus dir herausspritzt. Denk Genau. an die 3, 4 und die 3, hüben 3 und drüben 3 und in der Mitte ist das, was geschlossen bzw. geöffnet wird, das eine. Darum heißt es, und das ist der Hase, ich kann das H-C aussprechen, das ist ja hier hinten. Und ich sage, der Hase trägt, schlägt Haken. Unberechenbare Hasen. Darum bringt der Hase am Ostern die Ostereier. Das Ostern ist ja die Wiederauferstehung. Sagst du mal, was du gekreuzigt? Da kommen wir jetzt gleich dazu. Da brauchen wir nämlich jetzt beim Kreuzigen, schauen wir da ganz kurz rein. Ja, das ist jetzt die Spirale, da brauchen wir den hier dafür. Das führt uns jetzt, ja, da machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Leonardo da Vinci. Siehst du, da haben wir ihn schon. Das ist natürlich das nachgeäffte Wissen. Ich sage immer wieder, wir haben immer zwei Seiten. Dieses Spiel mit dem Internet und mit den Handys bzw. den Computern ist ein Zugriff in der Westentasche des Smartphones, ein kleines Accessoire im Schulranzen einer Neunjährigen mittlerweile, jetzt ausgedacht in deiner jetzigen Zeit, die du dir um dich herum denkst, ist ein Zugriff auf unendlich viel Wissen. Aber jetzt haben wir das Positive, ist, dass du sofort was nachschauen kannst. Du wirst immer eine Antwort finden. Und ich sage nicht nur eine, sondern tausend verschiedene. Das ist das Problem des stochastischen Denkens. Du wirst nur eine Antwort davon verwirklichen und die anderen verwerfen. Das ist deine Meinung, die du hast, ist eine andere.
Und genau dieses Internet hat zur rein geistigen, vollkommenen Verdummung der Menschheit geführt. Weil es einseitig ausgelegt wird. Auf jeden Fall, wenn wir hier jetzt runterfahren. Schauen wir mal da irgendwo. Da haben wir ja das jetzt. Und den schauen wir uns hier mal genauer an. Jetzt haben wir hier schon vitruvianischer Mensch. Was heißt das eigentlich? So schöne Worte. Machen wir doch unser Spiel. Eine Glashütte. Glas, galt die Welle, ist die Schöpfung von Raum, die Warnung einer aufgespannten Pi. Und zwar dieses aufgespannte Pi sind 2 Pi drüber. Zum Glase gehöre ich. Merkst du, du hast jetzt erst einmal das Glas mit den Gläsern hat was mit dem Spiegel zu tun. Ja, schön. So haben wir da U Deckt hin noch ein dran, da bisschen müssen wir ab. nicht drunter fahren. Jetzt kriegen wir viel drum. Ein Weid, eine blau gefärbte Pflanze. Macht im ersten Moment eigentlich überhaupt keinen Sinn. Weißt du, was ein Weid ist? Ich habe jetzt überlegt, ich hätte an die Strecke gedacht. Ja, na, das ist es eben nicht. Das ist dieses Ach. Weid. Jetzt pass auf, wenn ich keine Ahnung habe, kann ich das mal doppelt aufgespannter Schöpfergott, der sich öffnet. Genau. Dann passiert zwangsläufig was Blaues. Wir wissen ja blau. Pass auf, mir macht. Das ist ganz einfach. Wenn man das System einmal verstanden hat, schau, das Weid gibt es im DWDS. Und zwar, schau, was da steht, ein Kreuzblütler gehörende Pflanze mit kleinen gelben, in Rispen wachsenden Blüten. Bläulich-grün. Wir wissen, das hebräische Wort für blau schreibt sich Kaf, steht wie Chol. Chol heißt das Weltliche. Das kollektive Licht ist dann sozusagen der Indedakt. Das ist das Weltliche. Sobald du im Weltlichen bist, ist es, schau, B, Ben. Ben, wenn ich als Sohn lese, heißt es im Sohn. Ich kann aber auch lesen, Balaue weg, das Doppel-B können wir jetzt auch noch anschauen und dann fängst du an, vor Angst zu zittern. Jetzt ist natürlich diese Angst, ANG, mit 70 gelesen hast, auch Freude. Weil es gibt nicht eine Seite alleine. Und das Kaff am Anfang heißt wie, Choll, wie das Weltliche, wie die Welt. Und jetzt kommst du in das Blaue. Und darum sage ich ganz definitiv, alles, was du dir ausdenken kannst, das ist das Blau. Was wahrgenommen werden kann, entweder als feinstoffliche Information, als Gedanke, wenn du jetzt an Osterhase denkst, ist das dann mal nur das Geräusch Osterhase dort, das du denkst. Das ist das, was ich erwähne, wenn einer fragt, was ist das? Sag ich, schau einfach. Wenn du jetzt auf dem Monitor vor dir 0,999 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen hast, das ist das Einzige, was in dem Moment da ist. Entweder fokussierst du dich nur auf diese Ziffern, auf diese Zeichen, oder du zoomst dich etwas weiter auf und schaust dir den ganzen Monitor an, wo die Zeichen drauf sind. Oder du zoomst dich noch weiter auf und dann hast du im Hintergrund wahrscheinlich einen Hintergrund, in dem Hintergrund jetzt für dich räumlich gedacht, den Monitor und auf dem Monitor die Zeichen. Das ist das, was jetzt ist. Und jetzt fängst du an zu interpretieren. Du reagierst auf diese Zeichen und veränderst dadurch deine Information. Das ist das, was ich dir mit Holofeeling erkläre. Weißt du, wenn du Selbstgespräche studierst, dieses Phänomen jetzt in deiner normalen menschlichen Logik, wenn ich sage, gib verschiedenen Menschen in deinem Traum, Brösel unter Brösel, ein Blatt, wo einfach Namen von Politikern oder Wissenschaftlern oder Philosophen draufstehen. Bleiben wir bei den Politikern, sage ich immer wieder. Dann wirst du feststellen, wenn die jetzt aktuell in den Programmen drin sind, aus Tageszeitung, aus Medien und Börsen, dann wirst du feststellen, dass jeder sich nicht nur eine Vorstellung mit dem Namen macht, sondern diesem Politiker einen ganz bestimmten Charakter zuspricht. Das gilt für jeden Menschen. Menschen, die er noch nie persönlich getroffen hat auf der Prüfebene. Und er ist sich hundertprozentig sicher, dass er was, das ist er gut und das ist er böse. Das ist Ja. die totale Entgeistigung eines Geistes, eines Menschen schlechthin. Auf jeden Fall ist es auch die Augenschminke. Augen, wissen wir, heißt Becken, die polaren Ecken. Okay? Das ist
Wir wollen aber da nicht so auch reinfahren. Du merkst, wenn ich genau bin, aber schau mal, was jetzt da steht, wenn man, das Kreuz muss ich nicht reden, ich lädt laufen von dem Achsenkreuz. Erinnert an den, an diesen ganz tollen Jesus. Wir wissen, Blut ist zum einen rot, rot ist Adam. Der Rote. Das ist das hebräische Wort für Rot, ist nur anders ausgesprochen. Das ist jetzt der Mensch. Das ist der Mensch nach, eben, nach Gottes Ebenbild. Und Belut hast ihn an der Hülle stecken. Du bist eingehüllt. Und das Ganze, GE Quadrat, das bin ich und du, wir zwei. Wir machen jetzt ein rein geistiges Gespräch. Wir sind die Hörenden. Hören ihr eigenes Wissen, DE. GE Quadrat hört immer nur DE 470 gelesen, die geöffneten Augenblicke. Das ist das Spiel mit Rot-Blau lesen. Geöffnete Augenblicke, immer blau lesen. Jetzt kriegst du plötzlich hier halt 470 brauchen wir, so rum. Das ist mit den Spiegeln dann auch interessant. Das ist das Wissen, das ist deine Erkenntnis, das ist deine Meinung. Jetzt sind wir, schau mal, dieses. Wird auch als diese und dieses übersetzt. Das ist das, was du vor dich hin fantasierst. Ist das, was du weißt. Und wissen tust du das, was jetzt da ist. Und das ändert sich aber ständig. Aber es ändert sich aufgrund deiner Reaktionen, deiner Interpretationen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass du Reizauslöser kriegst. Jetzt ist es NIEM wahr. NIEM, die Existenz einer intellektuellen Gestaltwerdung, sind eigentlich zwei M's hinten dran bei mir. Jeden Moment, schau dir dieses Wort an. NIEM. Was meinst du, was das heißt? NIEM. In jedem Wörterbuch. Schlafend sein. Leicht schlafen, schlummern, etwas vor sich hinträumen. Und dann musst du dieses NIEM mit einem Doppel-M heißt ja dann das NIEM 2M. Wir brauchen 2M, die aufgespannt wird. Das ist jetzt MOM. Dann kriegst du die Fehler. Das ist es. Das fehlt jetzt in dir, das ist deine Gedankenwelt, die du aufspannst und das sind eigentlich genau genommen, sind es diese Facettenlichter in Ecken. Diese Grundradix, F ist ja P, Le, Facetten, die auseinandergeschmissen werden, aber ich kann auch hier LF lesen, dann kriege ich BLA. Ich mache jetzt extra, wenn schneller, das kann ich auch FLE lesen. Und jetzt kriegst du die Wunder. Aber Wunder beginnt mit Wunde. Eine Wunde ist, dass etwas gespalten wird durch seine Berechnung. Das ist die Gedankenwelle. Das ist dann nur 111426, die Öffnung des Jahres. Die 26 ist sehr wichtig. Das Spiel, wenn man das einmal begreift, dieser JHWH, da fällt ja einer, das ist dieses JHWH, die 26, wenn ich da immer darauf hinweise, HWH. Siehst du, das ist das Haser. Wir machen aus dem 6, machen wir eine 7. Dieses HWH ist erst einmal deine Gag-Endwatt. 3333 wissen wir, ausgedacht, überlegt, Gedankenwelle. Die Welle. Das ist eine doppelt aufgespannte Art. Kapital, der Kopf kaputt, geht kaputt. Das ist übrigens Kapf. Das Kaff ist zu Form werden, ist eine Erscheinung Gottes. Das heißt auch Unglück. Das ist natürlich so ein Problem, dass wir das Rot und Blau lesen können, das Verderben. DR, die geöffnete Generation, erweckte Generation, ist immer eine polare Existenz. Kapitalisieren ist ein todbringendes Verbrechen. Tod, TOT, wir haben das Kreisen, MOM, Tod, ist immer wieder dieses Spiel. Baut sich jetzt auf, das Unglück, das Glück beginnt schon mit der Welle. Jetzt machen wir mal Folgendes, wir machen jetzt einmal GL. Ü, Kaff. Jetzt habe ich das Wort Glück fokalisiert. GLÜ Kaff. Das gibt es im ersten Moment nicht. Wir müssen immer bedenken, wir haben ja hier Suffix, Präfix. Das heißt, vorne steht es Gall und dann haben wir es Suffix Waff Kaff. Schauen wir mal, was das Suffix Waff Kaff bedeutet. In der Mitte sein. Du bist in der Mitte zwischen Wellenberg und Wellendal. Du bist immer die Mitte zwischen oben und unten. Du bist die Mitte zwischen vorne und hinten, zwischen rechts und zwischen links. Du bist immer in der Mitte.
Okay, aber jetzt pass auf, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Mir hast du mal deine Verbindung in dir selbst und dein Aufgespanntes, das du um dich herum aufspannst. In Zahlen gelesen ist der äußere Wert HWH, JHWH, der Atbash-Wert, der verborgene Wert ist die 86, das ist UP. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Der Pyramidenwert ist die 32, das ist Leb, das Leben. Jetzt schau, alles dreht sich um die 26. Darum besteht das Aleph, mit dem wir schöpferisch deutsch denken, aus 26 Buchstaben. Wahnsinn. Das Alphabet, unser deutsches Alphabet, ich nenne es einmal so, besteht aus 26 Buchstaben. Und das Alephbet, aus dem die göttliche Wortmatrix aufgebaut ist, besteht aus 22 Wunderzeichen plus 5 Endzeichen. Was sind das? 27. Und das wiederum, ein geheimnisvolles im Hintergrund des Aleph, ist das 28. Zeichen, dass man die vier Oktaven kriegen. Wir wollen wohlgemerkt nur zuerst einmal bei dem Weit. Dieses Weit ist natürlich auch doppelt aufgespannter Schöpfergott, ist AID. Ich kann auch sagen, aufgespannte Schöpfung ist eine intellektuelle Öffnung. Idee ist J. Du hast es in der Hand. Ich sage doch immer wieder, du hast es in der Hand. Dein B-Reich. In Reichweite nennt man das auch. Die Reichweite im Spiegel ist eine große Kollektion. Das ist der Bereich, den du zurzeit überblickst. Das ist zum Beispiel, wir sagen mal, unendlich viele Spiegelungen waren dargestellt durch Internetseiten. Und immer wieder dran denken, eine Internetseite. Diese Internetseite, da oben hinschauen, www.666.youtube. Das ist übrigens, du bist eine Röhre, du guckst jetzt in die Röhre. Diese Internetseite besteht aus Abertausenden von Filmen. Und jeder dieser Filme, das sind Filme mit 3, 4 Stunden Laufzeiten, bestehen aus Abertausenden von Einzelbildern. Und jedes Einzelbild besteht aus zigtausenden von Pixel Arrangements von Darstellungen mit Pixel. Also weißt, hast du überhaupt eine Vorstellung, was diese kleine Adresse alleine schon an Daten beinhaltet? Und das wiederum ist nur eine von Milliarden von Internetseiten. Das heißt, das Unendliche. Was ist unendlich eigentlich? Unendlich ist einfach nur eine große Kollektion. Nicht greifbar. Es macht dich sprachlos. Aber was jetzt hier eigentlich das Wesentliche ist, was ich dir mitteilen will, wie kannst du an Zufälle glauben, wenn ich jetzt dieses Weit, die gehörende Pflanze, pass auf, damals hast du mal das Wissen P. F ist immer eine Facette, das führt uns, PH ist Phi. Das ist PH, das ist das F. Schau, mir dein, das ist das Spiel, wo ich sage, du denkst dir an eine Vergangenheit und eine Zukunft. Solange du glaubst, du siehst meine Maus dazu, ne? Solange du glaubst, du wurdest in der Vergangenheit geboren, verwechselst du dich schon mit deinen Gedanken von dir. Das, was du bist der, der sich das jetzt denkt, hier jetzt denkt. Ja, genau. Und in dem Moment, wo du sagst, ich werde in der Zukunft mich wieder auflösen, ich sage, nein, du löst dich, das, was du denkst, wenn du an dich denkst, löst sich in dem Moment auf, wenn du nicht mehr an dich denkst. Und es entsteht jetzt. Wenn du an dich denkst, ob du dich als Säugling denkst oder jetzt, als wer auch immer vor dem Computer sitzt, existieren du dieses Ding nur, wenn es von dir gedacht wird, wenn du eine Gedankenwelle aufschmeißt. Und es löst sich wieder auf, wenn du nicht mehr an dich denkst. Also musst du doch eindeutig was komplett anderes sein, wie irgendeine vergängliche existierende Information. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt wirst du merken, dass der ganze religiöse und naturwissenschaftlich ausgedachte raumzeitliche Kacke, Exkremente aus dir herausgetretene Existenzen, dass die sekundär, sekunda, dass das Gedankenwellen sind, zwei sekunda, sekundäre Gedankenwellen sind. Wir Interesse, für uns von Interesse ist der in der Mitte. Das ist wie ich dick im Mittelpunkt. Was ist im Mittelpunkt? Was ist immer in der Mitte? Also wir sind in dem Weit, das heißt PF, da haben wir jetzt schon das Phi. Aber jetzt interessant, sobald es zu einer Facette wird, die auseinandergeschmissen wird, la,
diese Facette, flach, ist BLA. Das ist FLA. LA steht für Explosion. Nichts, das explodiert. Jetzt kriegst du das Wunder. Das ist doppelt aufgespannt, unde wissen wir, und da die Welle. Und du bist jetzt wund. Die Wunde ist erwecktes Bar. BA. BA heißt das Äußere. Übrigens auf Aramäisch auch Sohn. Der Menschensohn. Ich sage immer wieder, ich habe als Jesus Aramäisch gesprochen. Dann sieht man immer Paranosch heißt es. Bar Anosch. Wenn Jesus vom Menschensohn spricht, springt er vom Bar. Das ist das Äußere. Der Barn, der trennt ja. Die Bar trennt, können wir jetzt immer wieder reingehen, was bedeutet eigentlich eine Bar? Da wird ein Speiselokal getrennt in dem Bereich, wo bloß gesoffen wird und wo gegessen wird. Und das Ganze ist eine berechnete Einheit. Und darum heißt es hier Sohn, aber der Sohn ist aramäisch. Und schau dir bitte hier die Zahlen an. Und dieser Bar-Anosch, Baranosch, wenn ich zu mir Menschen umgesagt habe, habe ich Baranosch gesagt. Das ist jetzt der Mensch, und zwar der, die Vermenschlichung eines Geistes, das wird, dann wirst du gefährlich, heillos, hoffnungslos, tödlich, unheilbar und verzweifelt. 2F in L. 2F, zwei Facetten. VR, bistabil, es ist hell, es ist dunkel, ich bin gesund, ich bin gegrannt, erweckt, sind zwei Facetten. In L kann ich sagen, in Gott, ich kann aber dieses Eld, was ist Eld? Welt. Das Brandor, der polare Rand. Das Brandopfer. Der polare Rand. BR, das äußere Schöpfung, Bara. Die äußere Schöpfung, Bara, ist eine existierende Öffnung, ND. Und was ist ND? So habe ich es noch nie gezeigt. Das ist jetzt der Damm, das heißt, die geöffnete Schöpfung war 2mm und die türmen sich auf. Ich habe das gesagt und es ist ein ständiges Schwang, sich bewegen, sich hin und her bewegen, eigentlich ein Auf und Ab. Ja, stimmt. Schau, das ist das BR, der Sohn, Bara, ist ND, existierende Öffnung. Der Kein wird unstet und flüchtig. Lass mal es genug sein. Kriegst du das ungefähr mit? Ich ja, weiß, das ist unheimlich viel und jetzt kann ich immer wieder dich zurückholen. Du kommst nicht weiter mit Arroganz. Das heißt, du wirst sehr, sehr allergisch werden bei Figuren, die in dir auftauchen, die nur einseitig rechthaberisch sind. Es ist die Unvollkommenheit, aber es sind Spiegelungen deiner eigenen Unvollkommenheit. Und die allumfassende Liebe ist nicht, dass du zu einem Arschkriecher werden musst. Den goldenen Mittelweg finden. Man kann so viel machen mit Humor. Aber gut, wenn man dann nur humorlose Menschen um sich herum hat. Es ist einfach so, wenn du jetzt Filme dir anschaust, wenn du Fanatiker siehst, das sind ja nur Pixelmännchen, das sind ja einfach nur Gedanken. Was erwartest du von Gedanken, die von dir gedacht werden? Ich mache mal eine kleine raumzeitliche Geschichte. Gestern kommt beim Rumzappen irgendein Bericht von einer amerikanischen Sekte, die sind mit Kronen da gestanden und die haben dann hier in ihrer Kirche eine Riesenkirche, eine Monsterkirche, alle mit einem Krönchen auf, haben Maschinengewehre in der Hand gehabt und die haben ihre Maschinengewehre gesegnet, weil jeder hatte das Recht auf eine eigene Waffe. Und das Ganze in einem wirklichen Rahmen, wo sie gebetet haben. Ich sage, wenn ich mir das jetzt ausdenke, wenn du da hingehst, meinst du, du hast irgendeine Chance, die von irgendwas zu überzeugen? Nee. Geh zu Zeugen Jehovas, geh zu Katholiken. Egal, wo du hingehst, in irgendeine Sekte, geh in politische Parteien rein. So, und jetzt, wenn du Selbstgespräche hörst, hunderte Male erkläre ich, solange du in einer Glaubensgemeinschaft bist, die einen einseitigen Glauben vertritt, Trite. Ja. Die hampeln von einem Bein auf dem anderen mit Gut und Böse, streben ein einseitiges Ziel an, das ist auch, ich werde dir beweisen, wenn dein Beweis im Widerspruch zu einem anderen Beweis steht. Das ist immer wieder, ich will ja nicht an das Verkehrte glauben, ich will ja nicht an das Falsche, an das Verkehrte glauben. Ist jetzt der Hänge rechts oder links, ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Lass uns das ausdiskutieren, weil ich will ja nicht an das Verkehrte glauben. Ich habe das eigentlich simple Prinzip nicht verstanden. Und jetzt zeig mir die Weisen deiner Welt,
momentan, die du in deinem Traum aufrufst, und bring mir einen einzigen, der wirklich verstanden hat, was 100% sicher bedeutet. Und ich beweise dir, dass 99,9% von all dem Schwachsinn, Schinn doppelt aufgespannt, schwach, wach, was er sich in erweckt, was er in sich erweckt, wo er ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang sich hundertprozentig sicher war aufgrund seiner Dogmen und Axiomen und Paradigmen, dass das hundertprozentig sicher ist, dass man das nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Es wird blind geglaubt. Das ist der Leidensweg. Und ich sage mit Holofeeling halt alles für möglich, weil was in dir auftaucht, sind Puzzlestückchen Gedanken von dir selber. Aber jetzt beschwören, glauben in einer Form von Beschwörungskunst, beschwöre ich nur noch das, was ich auch wirklich beschwören kann, ohne an Meinheit zu schwören. Wir waren übrigens gerade in dem Wald. Da hätten wir jetzt fast nur weitermachen müssen, weil das wird jetzt erst interessant. Ich muss nur mal zurückschalten, es tut mir leid, ich habe es vergessen. Weil ich immer schon mit den Gedanken einen Schritt weiter bin. Das ist also zuerst einmal das Wunder von NZ. Ein existierendes Gebot. Okay? Ja. Dieses existierende Gebot. Kriegst du jetzt einen Habicht, im ersten Moment hau ab. Das wahrgenommene Aufblühen ist eine Ich-Erscheinung. Heute bin ich drauf gekommen. Hab ich eine Erscheinung? Ich habe dann eine Erscheinung. Darum bin ich auch ein Habicht, diese existierende Geburt. Wir haben zuerst einmal das absolut bewusste geistige Sein, ist dieser Geburtsgeber, GBR, oder die Existenz einer Geburt. Aber die Existenz einer Geburt ist immer die Berechnung der Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die Beschwörungskunst von Vogel, einer Welle, die du aufschmeißt. Und diese Welle ist SB, das raumzeitliche Wissen, ist erwecktes BR außen. Haben wir gerade gehabt. Genau. Kannst folgen? Mhm. Habe ich wieder gescheit Glück gehabt, dass das zufällig passt. Stimmt, ja. Siehst du, und da steckt jetzt auch die Blüte mit drin, die Luft, und du steckst ihn in einer Hülle drin. Ja. Blute, im Blute stecken, du gnospest auf. Ken, was ist Ken? Etwas überlegen und Lügen verbleiben. Und dann fängt es an zu schwingen, das ist unsere Schwung. Fee, DR. Fee, DR, wie berechnet? Eine Generation. Das ist der affine Order. Ja. Ja, das ist die Pflanze. Pass auf, und die Pflanze mit Grundradix MD, Gestalt gewordene intellektuelle Erscheinung, ist Kol. Kol ist alles. Hebräisch. Und wir müssen jetzt alles einen. Ja. Und das passiert im Geist Gottes. Und das ist der Sohn. Das ist der Gelbe. Der Geist Gottes. Ich kann natürlich jetzt das E rausschmeißen und das blau machen, dann habe ich die Welle, ist eine polare Existenz. Ja, stimmt. Das sind die 16, wenn ich sage, ich rede immer zuerst einmal, verstehe die zwei Seiten, dass du die vier verstehen kannst. Genau, ja. Und das Ganze, diese Riss, die berechneten intellektuelle Raumzeit ist immer nur, was du siehst, ist ein Pen, ein Aspekt. Ja. Ja. Ein Pen ist immer ein Aspekt. ASB führt dich übrigens zum sauberer Bruder. Dieses ASB-Act. Das heißt, es ist eine Ecke. Das heißt, hier die Ecke, wir können jetzt ganz einfach mal das ASB reinmachen, da sammelt sich nämlich alles. Das ist die Sammlung. In einem kleinen Punkt wird alles eingesammelt. Okay? Du wirkst immer, da sind immer diese eigenartigen Spiegelungen so. Und das, was du dann einsammelst, das führt dich, wenn du jetzt ganz einfach in Wikipedia reingehst, da kann man jetzt blind reingehen und dann gehen wir hier ASB. Die Sammlung vom Zaubererbruder. Das Lied war ja schon oft genug drin, ein Zauberer Bruder. Lest, hör dir den Text an. Der heißt übrigens hier der Sänger Erich. Er ist ich. Erich Fisch. Zufall? Ja. Erinnere dich an das Jenaszeichen. Erich Fisch. Das ist dein Zauberer Bruder, aber niemals ein Ausgedachter. Der wirkliche Zauberer Bruder. Einen kleinen Moment. Aber ich lasse ihn doch nicht mitlaufen. Perfekt.
Nicht nur fremde Länder, unendlich viele Welten habe ich bereist und du warst immer dabei. Und jetzt lasse ich Ja. sie dich bereisen und ich bin dabei. Wir tauschen bloß das aus. Wahnsinn, ne? Ja, das ist eine schöne Holo-Feeling Romantik. ist ein Wunder, aber du kannst Wunder nicht Figuren in deinem Traum erklären. Wunder sind nur für Geister. Erinnere Ja. dich die schöne Stelle, wo ich immer wieder sagen kann, Tiere haben nicht die Möglichkeit, einen Gott sich auszudenken. Die reinen Tiere. Aber wir brauchen immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das sind die Trockennasen auf. Aber jetzt geht der Streit los, existiert Gott oder existiert er nicht? Göttliche Wunder kann nur der erleben, der an Gott glaubt. Aber an einen Gott, der nicht existiert, sondern der innen ist, im Innersten ist. Die Ja. Quelle des Zwiebelschalenprinzips der atmenden Kugel. Das ist die Synthese, Das sagst ist du. alle, die sagen, ich glaube an Gott, das sind alles nur geistlose Schwätzer. Wenn sie Ja, das ist ja da. wirklich tun würden, hätten sie nämlich kein Problem. Dann wissen sie, dass alles, was ist, gut ist. Dann würden sie jetzt erst einmal die göttlichen Gebote halten. Sie würden sich kein Bild von sich selber machen und kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Wenn du die Vorträge hörst, wenn ich sage, was ist das für eine Kirche, die sich als Gottes Stellvertreter auf Erden ausgeben, diese offizielle, officio hinderlich seiende Kirche und komplett sich permanent anpasst an das weltliche System. Mit Standwarte, mit allem drum und dran. Zeugen Jehovas, alles. Es sind tiefgläubige Materialisten. Die extrem einseitig, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ich betone nochmal, ich kritisiere nichts und niemanden, den ich mir ausdenke. Ich habe dich in eine Traumwelt gesetzt, die so massiv voller Fehler ist. Fehler heißt nicht das, was falsch ist. Es fehlt was und du hast es zu vervollkommnen. Aber genau das, was du zur Vervollkommnung benötigst, hast du ein bis dato ausgedachtes Leben bekämpft oder wolltest nichts damit zu tun haben? Ja, oder? Glaubt sogar auch noch, Das ne? ist immer wieder ein einfaches Oder-Beispiel. Sie sagen mal, die verschiedenen Denksysteme, Religionen, Meinungen sind einfach mal reduziert deine Sinnesorgane. Und dann sage ich immer wieder das Beispiel, wenn du zum Augenvolk gehörst, kannst du halt nur sehen. Aber du weißt nichts, was Musik ist, was Symphonie sind, was Geräusche sind. Und jetzt liest du plötzlich irgendwas von Geräuschen und dann sagst du, ich sehe keine Geräusche, ich sehe keine, was ist das für ein Schwätzer, der fantasiert doch. Umgekehrt genauso. Du gehörst zum Ohrfall, du hast nur Geräusche. Du hörst und plötzlich erzählt dir einer was von Farben und Gegenständen und dann sagst du, ich höre keine Farben, was ist das? Ist doch ein Lügner. Weil die eine Logik die andere Logik eben nicht fassen kann. So wenig wie ein Windows-Betriebssystem mit Apple-Daten oder mit Linux-Daten, Apple-Daten was anfangen kann und umgekehrt. Aber es ist immer, die Ausdrücke können ja gleich sein. Das ist, wo ich sage, du kannst mit all den Betriebssystemen ein YouTube-Video anschauen. Es muss umgerechnet werden. Mein Beispiel, wo ich immer sage, das geht schon los mit einem Foto, mit einer Datei oder wir nehmen eine Seite, eine ganz normale Seite, wo wir die Schriftgröße, die Schriftart, Zeilenabstand, alles einstellen. Das kann ich bei PDF und das kann ich bei Libri und das kann ich bei Windows. Und wenn ich jetzt diese Seite ausdrucke, kriege ich vom Drucker exakt, wenn das normal ist, kriege ich dreimal den gleichen Ausdruck in Bezug jetzt auf die Anordnung eigentlich dasselbe. Die Datei aber, die ich mir anschaue, sind extrem unterschiedlich. Verstehe ungefähr so unterschiedliche Sprachen. Ich kann mit verschiedenen Sprachen dasselbe ausdrücken, aber dann doch wieder nicht, weil wir verschiedene Komplexitätsgrade haben. Du kannst mit Basic-Sprache kannst du viele Sachen nicht machen, die du mit Windows machen kannst, weil die komplexer ist. Das ist diese Abwärtskompatibilität. Holo-Feeling ist allumfassend. Das ist das absolute, ich kann nicht sagen, der höchste Punkt überhaupt oder der tiefste Punkt. Oder wir spiegeln das, dann kriegen wir den Erhaltungshorizont, dann wird es der Mittelpunkt. Das ist es immer wieder, wo setze ich den Ausgangspunkt hin? In den Himmel hoch, dann fällt mir was ein. In El Hayom, in den Abyssus, in den Jesus rein, dann taucht was in mir auf, der sagt, ich bin du und du bist ich bin in dir drin. Ja, klar. Oder ist es wirklich die Mitte? Eine ausgedachte Mitte ist keine Mitte. Ja. Lass uns doch einmal an den denken, der uns jetzt ausdenkt. Das heißt, jetzt hast du uns einmal einen ausdenken, ich rede jetzt einmal nur ein Bröselgespräch zwischen Udo und zwischen Moritz. Okay, wer denkt uns jetzt eigentlich aus?
Wir müssen uns jetzt einfach mal als Pixelmännchen denken und dann muss auch einer sein, der uns jetzt ausdenkt. Aber wo ist der, den wir uns jetzt ausdenken, der sich dieses Video anschaut? Weil wir sind jetzt hundertprozentig sicher in den seinem Kopf. Ja, schön. Logisch müsste man sein, ja. Ja, das ist jetzt das erste Mal, der ja jetzt in uns drin ist, weil wir denken uns den ja aus. Also wir sagen jetzt ganz, ganz gezielt, wir meine ich jetzt das doppelt aufgespannte, diese zwei Irren, den Moritz und den Udo. Mhm. Wir denken uns jetzt einmal mal ein Video aufgenommen, das denken wir jetzt. Und wir stellen das ins Internet oder irgendwer stellt das ins Internet. Dann ist ja da eine Datei. Und jetzt ist ja irgendeiner, der die Datei anschaut. Der kann die nicht in der Zukunft anschauen, der kann die ja bloß jetzt anschauen. Ist ja alles jetzt. Also müssen wir jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information in Form eines Monitors mit zwei Pixelmännchen, den nennen wir Moritz und Udo, müssen wir eine Information in seinem Kopf sein. Geht den Gedankengang mit mir, reden von dem, was jetzt ist. Das ist jetzt einmal, das denkt man ja jetzt. Genau. Ja. Okay. Das ist das, was jetzt da ist. Eigentlich genau genommen sind ja nur Geräusche da. Genau. Und diese flackernden Lämpchen oder das, was derjenige sonst noch denkt, der kann ja an sich denken. Der kann ja jetzt meinetwegen, kann bei dem das Telefon klingeln und dann klitscht das sofort weg und nachher schaut er das nicht mehr weiter an. Genau. Er tauscht aufgrund eines Reizauslösers sofort sein, er macht das Video aus, geht oder klitscht sofort in einen anderen Bereich. Das heißt, du wirst merken, du kriegst sofort andere Informationen. Wir reden von dem, was ist. Ja, das ist so. Was jetzt genau ist, also derjenige, der uns jetzt ausdenkt, wenn der an sich denkt, denkt er wieder an einer ganz bestimmten Person. Ja, das ist aber auch hart. Ja, solange wir das nicht wissen, ist das eine Blackbox. Also können wir jetzt sagen, gut, wir können ja wieder konstruieren, wenn wir jetzt wieder gewisse Zeit warten, die ja immer nur jetzt ist und schauen, ach, das sind ja 300 Klicks, dann müssen das ja 300 gewesen sein, die sich jetzt angesprochen fühlen. Jetzt. Und das ist das, was ich sage, das sind die roten Ichs. Jedes rote Ich steht in Verbindung mit einem blauen Ich, mit dem, was ich Menschenprogramm nenne, mit einem ganz bestimmten Intellekt. Und ich mache jetzt einmal der Genauigkeit halber, weil es klingt so unendlich verwirrend und es ist so einfach, wenn man es verstanden hat. Das symbolisiere ich, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Dass du hier ganz, ganz, da gibt es übrigens noch viele andere Lösungswege auch noch. Aber du wirst dich wundern, wenn man dort zum Spielen anfängt, was die Fantasie hergibt, wenn die Fantasie in dir freigeschalten ist. Das also, ja, das ist, solange alles, was ich jetzt sage, kannst du im Feinstofflichen ja in einem gewissen Maß schon alles nachvollziehen. Was meinst du, was in dir abgeht, wenn du dann in der Lage bist, das, was du feinstofflich machst, auf deine Farbbrille zu holen? Das heißt, dass du das auch realisieren kannst. Dazu brauchst du aber mehr Energie. Ich sage, die Realisierung. Ich gehe in Physikbücher rein. Materie heißt es, ist hochkonzentrierte Energie. Denk an die Atomkraftwerke. Wenn man sagt, in einem Würfel, in der Materie eines ganz normalen Würfels steckt, wenn man die jetzt zerlegen in Energie, diese Materie in Energie, kannst, was weiß ich, eine mittelständische Kleinstation so lang mit Strom versorgen. Ja. Ein Jahr, so 2 Jahre. So viel Energie ist, dass du weißt, welche Energie zur Verfügung du benötigst, um was zu materialisieren. Darum ist Materie auch momentan immer nur eine Momenterscheinung. Eine Momenterscheinung, die kann nur hier und jetzt sein. Es gibt keine Materie in der Vergangenheit. Ich kann mir jetzt Materie in die Vergangenheit denken, das ist aber nur ein Gedanke. Das ist ein Spiel, in Ich bin du Quadrat wird es genau beschrieben, was ist eigentlich hier und jetzt. Ja. Vergangenheit und Zukunft ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Ja, genau das ist es. Schon die letzten 5 Minuten. Das sind so Sachen, das wirklich, dieses Erkennen, diese simplen Beispiele, und das ist ein Prozess von Neugier, wie gierig bist du auf wirklich Neues? Ja. Ja, das ist es. Das hat so Gefühl, schau, wenn ich jetzt auch schnipp, wenn du jetzt das Moritz-Programm hast, hast du jetzt eine Brille, jetzt eine Brille auf der Nase. Wo war die ganze Zeit? Nicht. Und ein Mikrofon in der Hand. Ja, das war auch die ganze Zeit nicht da. Das war nicht da, wenn du aufmerksam zuhörst. Denk dich in den Moritz rein, das Namen sind jetzt austauschbar. Aber was jetzt wirklich irre ist, wenn du die Brille denkst an der Nase, du hast jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information. Ja, genau. Das habe ich so oft erklärt, das ist mehr wert wie 6 im Lotto. Und jetzt mach dir, wenn du dich jetzt fragst, war das eigentlich die ganze Zeit da, dann denkst du an das und du denkst dir jetzt die ganze Zeit, was du auch immer dabei denkst, die letzten 10 Minuten,
Und während du, das ist wie ein Tabula Rasa, hast du dieses Gefühl und legst es über diese jetzt gedachte Vergangenheit drüber. Dann Ja. hast du jetzt sofort, sobald du dir jetzt daran denkst, existiert es ja. Es kann aber bloß Ja. jetzt existieren. Ja, Und wenn gerade du an da dich diese einmal Gedanken war darauf der Abwechslung. fokussierst, nicht wie du überlebst, wie du dich glücklich machst, sondern dass du mal darauf fokussierst, was bin ich und was sind meine Informationen, wie funktioniere ich eigentlich, dann fängst du an, dich für Holofeeling zu interessieren. Und dann landest du irgendwann mal in der Sprache, dann in der Physik. Holofeeling ist alles Wissen und nichts Wissen. Genau, Die ja. kleinsten werden die größten sein. So, darf man das Ich sagen? merke immer wieder, all die Beispiele, die ich wiederhole, sind immer wieder neue, die jetzt schneller wachsen. Da gibt es auch übrigens das Gesetz mit den 100 Affen. All das ist alles angesprochen. Ich sage in allen Büchern, Psychologie, Physiologiebüchern, in Arithmetikbüchern, in Geometriebüchern, steht alles drin, wenn du dir jetzt nur die kleine Sache mit dem Vieh, mit dem goldenen Schnitt anschaust. Jetzt einmal rein in der schulwissenschaftlichen Erkenntnis, der Mathematik, des gelernten Wissens, das deine Lehrer genauso nachäffen wie du. Wie Ja. kann es sein, dass du sowas weißt, dass du das erkennst? Das ist ja ein Nichts noch, was ich dir sonst noch zeige. Das ist es, genau das ist Wie es. kann das eigentlich sein, dass du hier prinzipiell das erkennst und immer noch glaubst, dass die Welt zufällig erstanden ist oder dass es irgendwie einen Zufall gibt in der Welt? Wir können übrigens den goldenen Schnitt noch mal um eins weitermachen. Fällt mir gerade ein. Ach, da wollte ich, wenn wir da jetzt reinfahren, wie gesagt, das sind lauter die Tagträume, siehst du? Nee, ist noch nicht. Das steht. Habe ich noch nicht übertragen? Nee, Nein, noch nicht. Moment. So, jetzt. Jetzt, ja. Schau, wenn wir hier reinfahren, das war ja die Hasa, diese 717. Die 717 werden es definitiv, weil wir, wenn ich jetzt runterfahre, siehst du, das ist jetzt mit einem Waff vorher. Können wir uns mal die Stelle anschauen. Und du sollst auf den, der vom Aussatz zu reinigen. Du sollst auf den, der vom Aussatz zu reinigen ist. Der Aussatz, das Ausgesetzte ist das, was du dir ausdenkst. Und das ist zu reinigen. In dem Spiegel wieder, in dem Kopf des Schöpfergottes eins zu machen. Siebenmal sprengen. Jetzt hast du den Hase, den Tauchtraum, merkst du? Das ist dieses und dieser. Dieses, das Herausgespritzte, sieben ist die Selektion, das All-L mit der 70 geschrieben hochgehoben wird, siehst du das? Das Herausgespritzte, das jetzt über dir hochgehoben wird, das Joch, Ja. sollst du reinigen, schau mal das Wort reinigen. Das beginnt die Gestalt gewordene Spiegelung, das D, die 9. Ist zuerst einmal die wahrgenommene Berechnung und das ist der Berg. Diese Grundradix. Ja. Das heißt reinigen. Es war rein, es reinigte sich, es war unvermischt. Schaut, da steht auch ein Glanz. Da kann man jetzt fast lesen, ganz. Die Welle, Gall. Die Welle ist ganz, wenn es eine heilige Welle ist. Ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Darum ist es eine gespiegelt wahrgenommene Berechnung, blau gelesen, T, die Spiegelung, gespiegelt wahrgenommene Berechnung. Dieses T, siehst du, das sieht ja aus, so wie ein kleines Schlänkchen, wo reinfällt. Eine Rechtsdrehung und fällt wieder rein. Hier definitiv im Griechischen ist unser T das hier, oben und unten, Wellenberg und Wellental. Ja, das ist Okay? perfekt, ne? Und jetzt schauen wir uns ganz nochmal den goldenen Schnitt etwas anders an. Hast du mitgekriegt? Ja. Siebenunddreißig. Fragen? Zufall? Vergiss es. Du kriegst das, was dir zufällt, und das, was dir zufällt, ist das, was du dir selber ausdenkst, in Maßsetzung deiner Reaktionen und Interpretationen, in Maßsetzung einer vollkommen geistlos nachgegebenen
plapperten, nachgeäfften, einseitigen Logik. Dein Wissen ist das Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher und deiner geistigen Vorbilder. Und da bist du zurzeit nicht besonders wählerisch gewesen in Bezug auf das, was du nachplapperst. Sind die Einfachheit in einer Logik eines Computers, die erste Logik, die ich in den Computer eingib, das erste Betriebssystem, wird zum Vergleichsmaßstab für alles, was jetzt kommt. Und dann selektierst du schon, wenn du Basic hast, ist plötzlich alle höherwertigen Betriebssysteme sind scheiße. Genau. Das ist dann, wenn du reingehst in die Sekten hier, wenn irgendwie diskutiert wird, zum Beispiel über Homophilien, das gilt jetzt auch für andere Sachen, es wird ja immer mit dem eigenen logischen System verglichen. Eine Kritik, eine Bewertung, ich sage jetzt positiv wie negativ, sagt nicht das Geringste aus über das, was bewertet wird. Ja. Es sagt alles über die Einseitigkeit aus, mit dem praktisch das Neuauftauchende verglichen wird. Ja. Wenn einer hier so ein Christuszeichen sieht und sagt, das ist eine Sekte, ist ja logisch, ist ein Christuszeichen drin, dann muss es eine Sekte sein. Und das wird dir immer bewusster, wird, wie unendlich arrogant diese Figuren in deinem Traum sind mit ihrer Einseitigkeit, wie erbärmlich, tierisch und ich sage jetzt, ohne böse zu sein, des Überlebens nicht würdig. Enosh und Medim sind nicht für die Ewigkeit erschaffen. Genau. Es sind göttliche Samenfädchen, mein Beispiel mit den Samenfädchen. Du musst das Ei suchen, wir sind wieder das Ei. Ja. Das ist aber in dir, das wirst du da aus nie finden, auch nicht am Himmel oben irgendwo, wenn du in den Himmel willst zu Gott. Dir wird irgendwann einmal diese unendliche, vorsinnflutliche Geisteskrankheit der Menschen um dich herum bewusst. Und ich bin ja der Noach, ich führe dich jetzt in die Ruhe, in den Mittelpunkt, wo sich nichts mehr bewegt. Wir in Gott wirbeln. Und um dich herum ist das Widerlegte und das Wilde und das Ungeordnete. Mit vielen kleinen Parzellen, die sich Ordnung nennen. Ordnung. Die katholische Ordnung, die protestantische Ordnung. Die griechische Ordnung, die jüdische Ordnung. Was ist Juden? Juden haben wir doch immer wieder dasselbe Prinzip. Alles zerplatzt und zerplatzt und zerplatzt und du rechnest dich einer winzig kleinen Zelle zu, Barzelle zu. Ja, ist okay. Das PA, PA-Fahrer heißt übrigens Stier. S-Tier, ein raumzeitliches Tier. Wir nennen das Mensch. Stimmt. Von wegen Vernunftbegabt. Ein vernunftbegabtes Wesen bezieht sich auf das Wesentliche in dir und das Wesentliche in dir ist der Geist, der dich ausdenkt. Jetzt frag dich einmal, wer an dich denkt, wenn du an dich denkst. Ja. Wer denkt, ich drehe mal das Dich in ein Mich um, wer denkt eigentlich an mich, wenn ich an mich denke? Und du wirst merken, immer wieder das Spiel, wo ich sage, das sind ja verschiedene Ichs. Ich denke an mich. Ja. Was ist dieses Ich, der Mensch, der an seinen Körper denkt? Gedanken. Der Mensch ist nicht ein Körper, er denkt an seinen Körper und erkennt, sollte eigentlich erkennen, dass er als Mensch an viele Körper denken kann, die er sagt, das bin ich, vom Säugling bis zum Greis. Aber was viel interessant ist, wer denkt sich jetzt diesen Menschen aus, der an sich, an seinen Körper denkt, wenn er an sich denkt? Da ist ja einer drüber, der sich den Menschen ausdenkt. Das ist das Einzige. Zeig mir die Weisen deiner Welt, bring mir ein Buch, wo das so erklärt wird. Und wenn du mit dem Wissen dann anfängst, dann in deinen Debermann und so weiter, Deberwein und so weiter anzuschauen, wie viel Welt da noch drin ist. Da ist zwar alles richtig, was er sagt, aber es fällt das Quäntchen, das wirklich das Wichtige dich frei macht. Ja. Das ist, wenn ich als Udo sage, ein bisschen schwanger gibt es nicht. No, entweder findet das Samenfädchen, entweder findest du Geistesfunken, das AI, den Schöpfergott in dir. Und den hast du schon gefunden, wenn du weißt, das bin ich selbst. Das ist ich bin du und du bist ich. Ja. Ja. Weil ich denke jetzt dich aus und du denkst mich aus. Jetzt ist die Frage, an was denkt man, wenn wir uns ausdenken? An die roten Ichs, an zwei verschiedene rote Ich, ein rotes Ich, das glaubt, es ist der Moritz und ein rotes Ich, das glaubt, es ist der, der jetzt vom Computer sitzt. Also ich als Pixelmännchen denke nie an mich, weil ich denke nur an mich, wenn du denkst, dass ich an mich denke. Genau so sieht es. Auch bei mir weil alles, was du dir ausdenkst, ist ja immer nur, wenn du es denkst und es ist genauso, wie du es denkst. Auch das, was der Udo denkt, ist für dich immer nur das, was du denkst, dass der Udo denkt. Ja. Namen sind jetzt austauschbar. Ja, das ist ein ganz intimes Spiel, ja. Es ist ein ganz intimes Spiel und intim wissen wir, intim he, time heißt Wunder. Ja.
Das ist das Wundervolle. Und wir sind voller Wunden. Das stimmt. Wir Altgriechen nennen das Trauma. Trauma. Habe ich tausendfach gesagt. Du als angehender Mediziner müsstest es eigentlich wissen. Ja, das Trauma ist die Traumschöpfung. Und die Traumschöpfung ist das Trauma. Und Trauma ist das griechische Wort für Wunde. Das, wenn jetzt das sind so die Dinge, die man mittlerweile erkennt und auch gerne mitnimmt. Und gerade durch Holofeeling kriegt man eine extreme Strukturierung in sein Leben rein, die Sachen sofort für sich selbst zu ordnen. Das heißt, das Problem, das im Vorfeld gelöst werden sollte, entsteht gar nicht erst, weil man weiß, dass es nur ein Gedanke ist. Und damit kann man sich gleich seine eigentliche Keimer Arbeit... Stecken. Genau, man kann sich aber sein... Aber da brauche ich Bewusstsein. Ja, wenn ich mich klar. bei meiner Hirnwichserei beobachte, kann ich das mit Freuden ganz bewusst geschehen lassen, mich treiben lassen, wo es mich hinführt, vor allem wenn ich die Inspiration anzapfe in mir. Ja. Oder ich kann, wenn ich keinen Bock drauf habe, das im Keim ersticken. Genau, das ist es. Jetzt hätte ich natürlich schon wieder das Wort Bock, hat jetzt bei mir Schnapp. Und jetzt können wir schon wieder 3 Stunden Selbstgespräch machen, wenn ich dir etwas mehr über den Bock erkläre. Ja, und das ist es. Und das würde ich gerne mehr in mich reinfressen, natürlich. Aber das ist alles schön in dir drin. Du musst in dir nichts reinmachen. Du musst es, wenn du sehen willst, musst du es aus dir herausholen. Merkst du? Das ist die Aufmerksamkeit. Und da habe ich eine Frage. Und zwar, das ist dieses nach außen rollen und nach innen rollen. Von außen nach innen soll der Weg. Und das verstehe ich, dieses Prinzip jetzt mittlerweile. Nur noch quasi reinfressen. Und wenn ich raus aus mir komme, dann denke ich und verbreite Lügen. Also das quasi, es ist, oder? Es ist aber das eine gibt es nicht ohne das andere. Ich sage das genau. Immer wieder. Schau, wenn du den Kreis, die Kreisbewegung machst, wenn wir den Einheitskreis machen, und ich mache das mal von dir aus gesehen, 3 Uhr, 9 Uhr. Wir gehen nochmal ganz abstrakt, wenn wir jetzt den ja größer machen, geht es ja auseinander, musst du wissen, dass du normalerweise rumfährst. Das wäre jetzt ja. 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad, 360 Grad. Da gibt es viele, viele Erklärungsmaterialien dazu. Aber wie sieht jetzt das aus? Ich sage, nur nach oben, nach unten ist ja schon wieder zeitlich auseinandergezogen. Das heißt, genau genommen, wenn wir das auch so erkennen, die Welle ist ja nicht, dass zuerst der Berg kommt und dann das Tal kommt. Der Berg kommt und dann das Tal kommt. Das ist ja diese zeitliche Darstellung, sondern es ist ja zuerst einmal immer gleichzeitig. Was auftaucht, alles, was wir Positives neu machen wollen, erzeugt was Negatives. Das ist der elementarste Form. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung raumzeitlich, dass ich immer wieder die erste Erkenntnis, ich sage jetzt den Udo, der ein Entwickler war, dass alles, was irgendwelche Firmen besser machen wollen, ob ich einen Automotor, egal was ich konstruiere oder ob es ein Lautsprecher ist, dass sobald du eine Verbesserung anstrebst als normaler Mensch, ist dir nicht bewusst, dass diese Verbesserung, die du jetzt im Fokus hast, auf der anderen Seite im selben Maß quantitativ eine Verschlechterung erzeugt. Das heißt, umso höher, ich sage einfach mal, der Berg, die Höhe wird, muss zwangsläufig von der Mitte aus gesehen sich in die andere Richtung was mitbewegen. Das ist ein elementares göttliches Gesetz. Die eigentliche rot geschriebene Verbesserung ist, dass die Mitte, die Heiligkeit ist in der Mitte. Wir wollen es heil machen. Die Menschen wollen was bloß gesund machen. Aber dann komme ich aus dem chronologischen Denken nicht raus. Ja. Das ist wie wenn du dran arbeitest. Du arbeitest dran, dass die Nacht hell wird. Du bist nur noch hell. Das wird dir irgendwann einmal gelingen. Und dann freust du dich, jetzt habe ich es geschafft und plötzlich wird es wieder dunkel. Scheiße, scheiße, warum muss jetzt das schon wieder sein? Du quälst dich mit irgendeinem Zeug, dass du von der Krankheit in die Gesundheit kommst und jetzt hoffst du, dass du möglichst lang gesund bist. Das ist wie wenn du hoffst, dass möglichst lang hell ist oder dass möglichst lang die Sonne scheint. Und das ist die Krankheit, das eigentliche Unkenntnis. Was ist jetzt besser, Sonnenschein oder Regen? Frag am Bauern. Tausendmal sage ich das. Der schaut dich an und sagt, was ist das für ein Blödsinn? Für das Leben, für meine Felder brauche ich beides. Für das Wachstum brauchst du Wachstum, Verwandlung, die zwangsläufig Zerstörung benötigt. Der Säugling muss sich auflösen, dass du ein Schulkind wirst. Und wenn du das wirklich zu verstehen anfängst, du Geist, wenn du jetzt glaubst, du bist der Moritz, denkst du jetzt an deinen Körper und ich garantiere dir, wenn du mal behaupten kannst, jetzt habe ich ein ganzes Stück mehr von mir selbst verstanden, ist von dem jetzigen Moritz nichts mehr da außer eine Erinnerung. Genau so ist es. Ja, genau das ist es. So kann man es sagen. Das ist einer, was versteht, das ja. Ist der Prozess des Lebens, die Verwandlung von einem Enosch, von einem sterblichen Säugetier zu einem ewigen Geist.
Und da sind jetzt diese göttlichen Regeln. Du musst das dann mal begreifen. Du darfst dir kein Bild von dir selbst machen. Einseitige Aussage. Selbstverständlich darfst du dir ein Bild von dir selbst machen. Du darfst dich bloß mit dem Bild nicht verwechseln. Beelet. Im Kind ist dieses Bild. BLD. In mir ist eine Lichtöffnung. Jetzt springen wir ins Griechische. Das ist immer wieder unser Beet, das Haus. BID geschrieben, Beet ausgesprochen. Jetzt können wir da auch einen Sprung machen. Das ist ja im Griechischen sehr B2. Aber im Hebräischen ist es in mir. Die zwei in mir sind es. Ja, und da fängt Es ist jetzt, sobald ich Gott, ich nichts, ich Energie, mich denke, in meinem Eben Beelet, dann denke ich an den Adam oder was ich, der ist zwei. Der ist Denker und Ausgedachtes. Das ist das Symbol für einen träumenden Geist. Und genau. der träumende Geist wird jetzt im zweiten Kapitel, sagst du mal, zu JHWH. Darum ist es auch die Gegenwart. Das hebräische Wort für Gegenwart. Wenn ich hier dazwischen mache, das wird dann immer in Vergangenheitsformen geschrieben. HIH. Ahie. A als Vorsilbe, Imperfekt. Ich werde hier, ich werde sein. Das heißt eigentlich, ich bin. Das ist dieses ich bin zurzeit in einem Werdeprozess, in einem Verwandlungsprozess. Ahie, Aja Ahie. Das ist aber dieses Ajas, der ich sein werde, das ist aber auch das Glück. Glück haben wir doch gerade schon gehabt. Gal, Wafkaf. Inmitten. Ich werde der werden, der das absolute Zentrum ist. Irgendwann einmal begreife ich, dass ich wichtig bin. Ich bin wichtig für alles, was ich mir ausdenke. Ich bin der Mittelpunkt für alles, was ich um mich herum mir in Raum und Zeit verstreue, kommt aus mir und es wird es ohne mich. Wenn ich mir das nicht aus mir herausdenke, würde das gar nicht existieren. Achte auf meine Worte. Existieren Gedanken, existere nochmal heraustreten und auftauchen, altlateinisch. Existieren eigentlich meine Informationen, wenn ich sie nicht denke? DN geöffnete Existenzen, denken, kennen, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Dieses Überlegen, ich bin unten im Meer, über mir ist Welt, Luft, Traum, Luft, Traum, Chaos und die Scheidelinie. Jetzt sind wir wieder bei unserer neuen. Das ist der Spiegel und das sind die Spiegelungen. Und da Ich brauchen wir glaube, hier natürlich noch die Transversalien, das ist unser Vieh, unser BH. Jetzt ist natürlich das Verrückte, dass dieses Vieh, jetzt kann ich wieder den Sprung machen, BH, hebräisch gelesen, BH ist das da mal hier und jetzt. Jetzt kommt das Hiero. Hier ist das Göttliche, die Hieroglyphen, das Heilige. Und P heißt auch Mund. Und dann springen wir ins Lateinische und dann wirst du feststellen, der Mundus ist zuerst einmal auch die Welt. Aber Welt ist wieder der polare Rand, das Brandopfer. Es ist aber auch ein Toilettenraum speziell für die Reinigung von Frauen. Frau, das Fragebogen. Jetzt haben wir wieder das große Problem vom Wild und das Wild W ist gleich B, das Bild. Die Bilder, die Wilder, die Wilden sind im Kind. Und jetzt machen wir, wenn wir Zwiebelschalen aufbauen, ich weiß, das ist, wenn wir es einmal begriffen, ist wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. In deinem Nahfeld magst du die lieben und umso weiter sich das von dir entfernt, umso dunkler wird es. Wenn wir das Licht in der Mitte setzen, werden die immer finsterer. Aber um dich herum hast du bloß relativ helle. Aufgeweckte, aufgeweckte. Und die werden dann immer, die verstreuen sich immer mehr. Das ist das Spiegelbild-Tunnelsystem im Tetraeder. Das ist wirklich zu verstehen, auch mit einem ganz normalen Intellekt. Auf jeden Fall, ja. Das ist ein vollkommen neuer Ansatz, nicht mehr heliozentrisch, geozentrisch, irgendwas, was da außen ist, auch wenn man nicht dran denkt. Das Bruch des zweiten Gebotes ist die Quelle von Leid. Und das Leben wird es aus dir herausprügeln. Ja, Das kommt toll. vollkommen schmerzfrei gehen, wenn du mir vertraust. Ja. Das ist jetzt der Akt, nicht, dass Gott dich quält, sondern er erzieht dich in einer Form von Freiheit. Ich habe eine absolute antiautoritäre Erziehung. Ich lasse die Erfahrungen machen. Ja. Jetzt merkst du wieder, die antiautoritäre Erziehung, auch ein Thema von alten Selbstgesprächen, ist genau gespiegelt. Eltern lassen ihre Kinder keine Erfahrungen mehr machen. Nee, da hatte ich eine Du gute musst dir auf die Jugend. Schnauze fallen lassen. Ja.
Nicht tausendmal sagen, fass das nicht an, das ist heiß. Ich lasse den einmal drauflangen und nachher wird er feststellen, er wäre besser gewesen, wenn er auf mich gehört hätte. Und dasselbe sage ich zu dir, Geistesfunk. Jetzt stimmt. Du wirst dir sehr, sehr viel Leid ersparen, das auf der anderen Seite eben, weil ich die ja alle schon gemacht habe, die Fehler. Ich kriege dir die Erfahrung, mit Holofilien kriegst du die von mir geschenkt. Ich lasse dich an meiner Erfahrung partizipieren. Ja, Wenn du die nicht haben willst und du willst sie nochmal selber machen, ich habe kein Problem damit. Das sind deine Probleme. Das ist das, was du dir selber aufgrund deiner Reaktionen selber vorlegst. Weil das Problem ist das Vorgelegte. Aber das, was du vor dich hinstellst, was du dir ausdenkst, sind in der Regel immer Reaktionen, zwanghafte, einseitige Reaktionen auf irgendwelche Reizauslöser, die ich dir schicke. Und du wirst dich wundern, was ich präzise genau weiß, wo die Wunde ist, wo ich den Finger reinlege, wo du noch einseitig negativ reagierst, dass ich das immer wieder in dir auftauchen lasse, dass du richtig schön einseitig negativ reagieren kannst und dich aufregen kannst und dich aufwühlst. Dann liegst du wieder von einem Bein auf das andere. Das ist der Satan Ani El Shaddai, kannst du positiv und negativ lesen. Die Ansprache des Meisters. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Ja, das ist mega lieb. Vielen lieben Dank. Und sehr gut. Wir schauen, wie du reagierst. Ja, und zum Schluss sehr gut nochmal zusammengefasst. Sehr guten Überblick. Man kann es nicht oft genug hören. Es ist einfach so. Du wirst am Ende des Lebens, ich sage immer wieder, im alten Haus, wie du dir jetzt ausdenkst, die Tonis und die Feddings, wir bleiben mal wieder in einer normalen Brüssel-Logik. Weißt du, wie oft hier Helene sich das angehört hat oder Redo? Ja. Oder die Feddings, ich kann immer nur sagen, wenn du jetzt auf die Holofeeling-Internetseite scheißt und nicht nur immer die ersten Seiten, scroll mal runter, das Beiwerk. Viele meinen, die sind unheimlich weit, weil sie jetzt mal die 8 Bände gelesen haben. Das ist doch ein Nichts. Ja, das ist nichts. Das ist doch ein Nichts. Schon die ganze Reihe der Selbstgespräche runter bis dort, wo das losgegangen ist. Oder dann wirklich einmal hier die bei, jetzt hast du mal doch die Schwarz-Weiß-Schriften, ich bin du Quadrat, Mutation und so weiter und so weiter. Dann die großen Schriften, die müssen gar nicht sein. Die Holo-Arithmetik-Schriften, die Farbenspielschriften. Ja, obwohl. Und das ist ja ein, Entschuldigung, und das ist ja etwas, was man nicht lesen kann wie ein Bericht in einer Tageszeitung. Wenn du schon die Reiz, schau mal in das Farbenspiel rein. Du musst die Symbolik, du musst diese Zeichensetzung verstanden haben. Dann liest sich's. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du auch nicht absolut glücklich sein kannst, wenn du das nicht weißt. Es ist sehr wichtig. Die Glückseligkeit. Erinnere dich an das Beispiel. Ich sage jetzt, du denkst dir, du würdest im Mittelalter leben. Keine Heizung, kein elektrischer Strom. Keine Sanitäranlage. Keine Autos, keine Handys und so weiter und so weiter und so weiter. Du kannst hundertprozentig glücklich ein Leben leben, weil all die Sachen, die du jetzt meinst, dass du die benötigst, um glücklich zu sein, das sind ausgedachte Sachen, haben damit mit Glückseligkeit nichts zu tun. Das, was du nicht kennst, vermisst du nicht. Genau das ist es. Das sind die Das ist, wo ich drauf rumreite. Jetzt, du bist ja noch in einem Alter, schau, wenn ich jetzt die Eltern, ich sage immer wieder, wenn du jetzt so mal 60, 70 bist, da muss dir eins klar sein, die Zeit, wo du jetzt hast, deine Drangphase mit 18, wo man fortgeht, wo man langsam erwachsen wird, zu der Zeit, wo die jetzig 70-Jährigen in dem Alter waren, die sind genauso fortgegangen, die sind mit dem Auto fortgefahren, es ist eine Welt ohne Computer, ohne Handys gewesen. Es ist immer wieder der Satz, das ist so tief, wenn ich sage, ich bin 76 als Udo jetzt ausgedacht, das erste Mal nach Amerika geflogen. Da denke ich mir jetzt Weißenburg aus, ich garantiere dir, da war weder an der Post noch in einer Sparkasse noch auf einer Bank ein Computer gestanden, das waren Karteikarten. Ja, unvorstellbar. Und du konntest nach Amerika fliegen, es war eine ganz normale Welt, aber es gibt keine Vergangenheit. Vergangenheit ist etwas, was du jetzt denkst. Ich denke mir jetzt, dass es damals das nicht gegeben hat. Ich kann das auch beschwören in dem Buch auf der Seite, wie ich auf der Seite 18 war, 20 war. Kann ich nachschauen, da war nichts. Da ist zumindest, habe ich das nicht gesehen, dass da irgendwas rumgestanden wird. Ja. Hat es im normalen Betrieb, ich betone immer wieder, selbstverständlich hat es Computer gegeben. Aber in einem Büro oder was in einer normalen Firma, es hat ganz wenige Sachen gegeben, die hatten welche. Und welche waren das eigentlich? Ich habe jetzt erst wieder ein Buch gezeigt, mein großes Mathematikbuch von 1972. Das, wenn du reinschaust, das sind, ich habe in der Berufsschule die Taschenrechner gehabt. Dann haut es dich weg. Da sind natürlich schon in dem Mathematikbuch Computer drin. Und dann ist hier, müsste ich einmal die Bilder reinstellen. Das ist das große Handbuch der Mathematik, so ein Oschi. Und da sind also hier diese Bilder, wenn du siehst, Moritz. Es ist unglaublich.
Da ist eine Briefmarke abgebildet. Das sind bei mir, ich habe erst jetzt Besuch gehabt, da habe ich meine Formelsammlung gezeigt, da ist bei Schaltungen 80% noch Röhren drin. Röhren, da hat es natürlich Transistoren auch schon gegeben. Ja, die aber die Schaltungen sind noch mit Röhren gezeichnet. Da merkst du, was ich für alter Sack bin. Jetzt nochmal. Aber was jetzt wichtig ist, und dann kommen die Transistoren, dann ist eine Briefmarke abgebildet und dann sind dann drei kleine auf der Briefmarke, drei kleine Halbleiter, drei Transistoren auf einer Briefmarke drauf. Und dann machen die, schau mal, die Röhre, es sind jetzt drei einfache Triodenröhren, sind auf einer Briefmarke drauf, die kleinen Dinger, so klein wird es. Wenn du damals angezeigt hättest, dass hier auf einem Quadratmillimeter Hunderttausende von Transistoren drauf sind, dann hätte ich, du spinnst doch. Aber wie kann man das machen? Ganz einfach. Man denkt sich es einfach aus, wie man es haben will. Die Schwierigkeit, alles, was Physiker glauben, diese Nachäffen, wie das funktioniert, ist für die so weit, die sich das so vorstellen. Du kannst dir das aber nur so vorstellen, wenn man dir das vorher erzählt hat, weil entdecken kann man das nicht. Das ist die Schwierigkeit, dass du meinst, ein Mensch, den du dir denkst, hätte irgendetwas entdeckt. Genau. Zum Beispiel die elektromagnetische Strahlung oder die Wassermoleküle. Ich betone das immer wieder. Ist das so schwer zu verstehen, dass in dem Mesokosmos auf deiner Farbbrille das nicht zu entdecken gibt? Was passieren kann, ist, dass einer da sitzt und der grübelt über irgendwas nach, er will ein Problem lösen. Ich bleibe jetzt normal, das Problem lösen. In normaler Sprache, ich habe auch 16 Zeiten. Und ihm fällt plötzlich ein, das könnte ja so sein. Das ist göttliche Inspiration. Und dann entsteht ein neues Vorstellungssystem. Ja, das stimmt. Das ist aber nicht, dass das entdeckt wurde, das ist ihm eingefallen aus dem, der wirklich wichtig ist, das bin ich. Ja, jo, das ist es. Das ist der feine Unterschied. Und sobald du dieses neue Programm hast, kannst du in dir feinstofflich neue Vorstellungen aufbauen, wie Mesokosmos oder Makrokosmos ist. Oder dass das vielleicht ganz anders funktioniert, das erkläre ich jetzt Solo-Feeling. Ja, und das kannst du dann auch verwirklichen mit den Zusammenhängen, so entstehen Handys. Nach normaler Newtonscher Physik kann das gar nicht funktionieren. Jetzt ist das Problem in deiner Welt, ich habe zigfach darauf hingewiesen, dass du gespalten bist, dass alles, was du jetzt normal Welt da außen nennst, ist in der Logik der Menschheit noch Newtonscher Physik. Bis hin zu Einstein. Alles, was aber Computertechnik ist, unter anderem, und Quantenmechanik, da heißt es, Handys funktionieren nur, weil wir Quantenmechanik haben. Mit Newtonscher Physik würden die Handys gar nicht funktionieren. Die Schizophrenie geht wirklich so weit, wenn du da tiefer reingehst, jetzt mit dem normalen Standardglauben, dass bei Computertechnik, ich habe das sehr oft erzählt, wie ich 94, kann er da ziemlich genau sagen, habe ich einen Computer gekauft, ich habe vorher schon Computer gehabt, ab 80, 94 den Computer, da heizt 1994, hat es geheißen, da war also die Taktfrequenz war damals so die besten Geräte 30 MHz. Ich mach mich nicht fest, kann jetzt mit deinem Programm sein, dass du, wenn du in dir suchst, was anders findest, wenn sich deine Logik dagegen wehrt. Das ist stochastisches Denken. Es ist jetzt die Frage, willst du den Gedanken mitgehen, willst du es glauben oder willst du es ablehnen? Wenn du es ablehnen willst und du schaust nach, lasse ich in dir was auftauchen, was dann du feststellst, dass du oder Lügen ist und damit kickst du dich raus, nicht ich mich, wenn du das Prinzip verstanden hast. Lass das auf dich wirken. Stochastisches Denken ist das dann mal die Grundvoraussetzung. Willst du mir glauben? Willst du das verstehen, was ich dir erkläre? Oder suchst du nach Fehlern? Und sobald du hast deinen eigenen Traum. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und wenn du nach Fehlern suchst, dann lass ich Fehler in dir auftauchen, dass du dir dann beweisen kannst, dass das ein Schwachsinn ist. Und damit kickst du dich selbst raus, du hältst dich in dem Gefängnis fest. Und wenn du mir vertrauen willst, wird es so sein, wie du das ist, oder du vertraust einfach, ohne groß danach zu forschen. Du nimmst es so hin. Ja, das ist das, was du hinzunehmen hast, ist der Moment, der da ist. Aber ich mache den Satz fertig. Da hat es geheißen, in meinem Traum, da war 30 MHz hatte der. Das war so der größte Prozessor, wo du kaufen konntest. Und da hat es geheißen, hier in Fachzeitschriften, die ich alle gelesen habe, man wird irgendwann einmal eine Taktfrequenz von 100 MHz erreichen und dann ist in dem Chip, es kommt in den UKW-Bereich rein und dann gibt es Kapazitäten, dann schwingt es in der Größe der Chips IBO und dann gibt es einen Kurzschluss. Also mehr wird nicht möglich sein wie 100 MHz Taktfrequenz. Ja.
Und dann einige Jahre später hat es dann schon 1,4 Gigahertz Taktfrequenz gegeben. Das heißt, was du lernst, dass die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo man morgen drüber lächelt. Und das Prinzip lässt dich geistig wachsen. Und genau das machen Dogmatiker nicht. Sie wissen, und alles neue Wissen, das reinkommt, das ihnen unlogisch erscheint, wird bekämpft. Und damit sperrst du dich ins Gefängnis der Logik ein. Und da musst du jetzt nicht studieren, du musst keine Wörter auffächern können. Das ist ein ganz simples Prinzip, das du in deinem Alltag anwenden kannst, dass egal wer in dir auftaucht, wenn der was behauptet, vergleichst du ja das zwangsläufig mit deinem jetzigen fehlerhaften Wissen und dann werden dir so viele Aussagen verkehrt erscheinen. Und dann gehen die Streitereien los. Und ich sage, ich erfordere jetzt von dir die Demut, dass du begreifst, dass jeder, egal was er behauptet, dass das richtig ist. Und egal welche Seite, Internetseite du mir zeigst, was da behauptet wird, dass das richtig ist und stimmt. Aber nur ein bisschen. Aber dieses bisschen ist für dich wichtig, weil das nämlich in dir drin ist. Ist so. Das brauchst du für deinen Heiligungsprozess. Und dann wirst du feststellen, dass du, wenn du das installierst, diese Erkenntnis, und auch wirklich präsent in jedem Moment als Brüssel unter Brüssel bist, kannst du gar nicht mehr mit irgendeinem streiten. Du wirst auch immer weniger diskutieren. Sobald wir um einen Standpunkt diskutieren, versuchst du das ein Beispiel zu erklären. Und ich kann immer wieder nur sagen, du wirst merken, da stürzen die meisten ab. Nicht bei dem Dassenbeispiel, aber sobald du sagst, und jetzt setzt mal für die Dasse das Wort Politik oder das Wort Religion. Das Wort Christentum. Welche Perspektive ist richtig? Katholiken, Zeugen Jehovas, die Amish, die Hutterer, die methodistische Kirche? Politik, was ist richtig? Rechts, links, FDP, NPD, alles, aber nur sehr begrenzt. Das ist der Heilungsprozess. Diese Demut fordere ich von dir. Die tut nicht weh und du brauchst kein intellektuelles Wissen, das Bewusstsein. Das beginnt mit, was ist jetzt da? Schau einfach. Ja, Du genau. wirst merken, der Moment ist sofort wieder weg, weil du formst dich ständig um. Die große Erkenntnis. Und dann wirst du feststellen, dass du anfängst, in Sackgassen, in Hirnwichser reinzugehen. Das ist zum Beispiel 0,999 Bündchen, Bündchen, Bündchen. Ja, ist jetzt das eins oder ist es nicht eins? Kategorie 2 Frage. Und jetzt geht schon dahin. Jetzt fokussierst du dich schon in eine Sackgasse rein, die man aufblähen kann ohne Ende. Schau das vorhergehende Selbstgespräch hier mit dem Professor an, wo er dann einen winzigen Ausflug macht in die Welt der mathematischen Denker, der Nachäffer. Und wenn du dir jetzt diese Gödel und so weiter, Gödel, Escher, Bach, diese ganzen Denker vorstellst, musst du jetzt erst einmal dich reinlesen, was hat der entdeckt, was hat der gedacht, was hat der entdeckt, was hat der gedacht. Das vergleichst du wieder mit deinem Wissen und dann wirst du mit denen oder denen sympathisieren. Und du kommst bloß in Verzweigungen rein. Aber du suchst nicht nach dem alles verbindenden Parameter, du suchst nicht nach dir selbst. Der träumende Geist ist die Quelle für alles, was er sich ausdenkt. Der Denker ist die Quelle für das, was er sich ausdenkt. Aber bin das nicht ich? Wenn ich von einer Internetseite auf die andere springe und was eine Internetseite ist, aber da gerade versucht, dann YouTube klar zu machen. Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Das allein ist zu verstehen ohne intellektuelles Wissen. Ja, auch bei den Das Ursprüngen. heißt, ich bin der Erste, Moritz. Alles, was ich jetzt sage, mal unabhängig, ich würde jetzt, wenn ich mit einem 13-Jährigen spreche, würde ich jetzt nicht anfangen, hier ins Hebräische und die Wörter aufzufächern, sondern diese kleinen Beispiele kann jeder 13-Jährige verstehen. Er muss nur meinen Gedankengang mitgehen. Das sind schon mal die Hammerschläge für den Anfang. Wenn man die sofort mitnimmt und sagt, so denke ich jetzt, schreib mir das auf und lerne die Sätze auswendig. Und wenn man es auswendig kann, hat man es eigentlich auch verstanden, so prinzipiell. Und in Anführungsstrichen sage Jetzt lass mal das gut sein. Und du solltest nie okay. vergessen, ich liebe dich viel mehr, als du dir das jetzt vorstellen kannst. Okay? Das hat sich auch ganz verliebt. Aber Und die Fragen machen. ich lass dich gerne im SD-Ich, in deinem Stich, SD-Ich, in deinem raumzeitlichen Ich, wenn du nicht wachsen willst, wach sehen willst, geistig. Genau, Hat das nichts mit hat doch. Quantität zu tun, sondern mit Vereinfachung. Das ist das Verrückte, die verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was sich widerspricht, mit sich in Einklang kommt. Mein Beispiel mit dem Kreislauf. Meer, verdampfen, Wolken abregnen, Quelle, Fluss, Meer.
Du bist jetzt in dem Fluss an der Stelle und du willst zurück ins Heim, in Hayom. Und jetzt suchst du die Quelle und du Depp, schwimmst gegen den Strom Richtung Quelle. Du musst dann praktisch hier in die Quelle rein durch das Grundwasser. Du musst dann irgendwie gegen die Regentropfen hochbeugen. Das ist ein Blödsinn. Du kannst es einfacher machen. Du lässt einfach los und dann treibt dich der Fluss genau dahin, wo du hin musst. Das Ja. ist kein Kampf. Das ist die falsche Richtung. Ja. Das Aber wenn heißt, man das solange du drauf noch in hat. der Zukunft suchst, dass in der Zukunft du was erreichen könntest. In die Vergangenheit kannst du doch schon, du kannst dich doch zurückdenken. Ja, das Aber stimmt. wo kommst du dann her, wenn du dich zurückdenkst? Aus dem Nichts. Du kommst aus dem Nichts und du gehst in das Alles. Und nichts und alles ist dasselbe. Das ist der Punkt, wo alles ausgeht und wo wieder alles zurückkehrt. Das ist diese zwei, Vergangenheit, Zukunft, in der Unendlichkeit, dreht sich das um. Da, wo alles herausgeht und wieder zurückkehrt, müssen wir jetzt spiegeln. Dann ist es ein Punkt, das ist dasselbe, das ist der Punkt im Zentrum. Ja, fühle ich ganz lieb gedrückt. Wir hören uns.